Moin. So, sonniger Tag und auch trotz der Schneegipfel dort im Hintergrund ist es hier sehr, sehr warm. Temperaturübersicht habe ich gerade nicht, aber... Genau, es fühlt sich viel wärmer an, also mir reicht das hier gerade auch im Tanktop. Und es ist jetzt 14.14 Uhr. Ich habe heute Morgen etwas länger geschlafen, bis 9 oder so oder 8. Beziehungsweise bis wir halt aufgestanden sind alle zusammen. Und nach dem Frühstück ging es dann auch erstmal auf den Spielplatz, der direkt nebenan ist. Das ist schon mal sehr praktisch. Was leider nicht so praktisch war, ist, dass der Große leider aus einem fast Meter Höhe vom Spielgerüst runtergefallen ist. Das einzig Positive daran ist, dass er außer einem ganz großen Schrecken sich sonst nichts weiter getan hat. Und da sind wir auch froh drum. Da war so eine etwas steilere Treppe und die wollte er dann von oben vorwärts runtergehen und hat dann halt eine Stufe nicht getroffen oder wollte sich gerade noch umdrehen. Und zack, lag er schon quasi durch das Gerüst durch, an der Seite runter auf dem Boden. Zum Glück war der Boden relativ gut mit so einem Holzpellets gestreut und weich und er hat sich dadurch, wie gesagt, nichts weiter getan, außer den großen Schrecken. Jetzt schläft er gerade, wahrscheinlich erholt er sich auch noch mal davon, kurze Pause machen quasi. Und zu kurz. Ich muss hier gerade nämlich noch mal was schauen. Ich sehe leider noch mal nach links. Aber nee, da noch nicht. Ach, da vorne links. Dann sind wir noch mal, oder habe ich versucht noch mal den Mietwagenanbieter zu kontaktieren, weil wir ja diese Warnmeldung hatten wegen dem Öl. Und die haben uns irgendwie keine hilfreiche Auskunft gegeben. Da hieß es dann einfach nur von wegen, wenn ihr da eine Meldung habt, dann fahrt doch bitte einfach zum nächsten Mietwagen, Gebäude quasi von Budget. Und der war halt hier am Flughafen. Die konnte man halt nicht direkt anrufen. Ja. Und so sind wir dann halt quasi da einfach hingefahren und haben halt gedacht, wir erklären denen das halt nochmal vor Ort. Und da war eine Dame, die kam direkt schon zu unserem Auto, wahrscheinlich weil wir bei der Rückgabe halt auch geparkt haben. Und die hat uns dann direkt gefragt, was los ist. Da haben wir das alles nochmal erklärt. Ich habe ihr auch das Foto gezeigt, wie gut, dass wir das Foto gemacht hatten. Und habe ihr auch erklärt, dass wir ja schon mal bei einer anderen Station waren und die dort entsprechend ja diese Meldung zurückgesetzt haben. Und letztendlich hat sie dann gesagt, okay, passt auf, ich schreibe euch das jetzt hier auf euren Zettel rauf, euren Mietvertrag, dass ihr hier wart und dass das so und so der Fall ist. Einfach als Absicherung, das hatten wir ja auch angefragt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass sie uns das bestätigen kann. Und dann ist auch gut der Sache. Wenn da jetzt auch noch was kommt, dann wird das Auto wahrscheinlich das schon noch mal melden, wenn es da Probleme gibt. Und ansonsten sind wir mit unserem Auto eigentlich sehr zufrieden. Ist ja ein modernes Auto und ausreichend Platz. Wir brauchen auch nicht unbedingt mehr Platz. Da wird ein größeres Auto ja noch mehr Spritverbrauch bedeuten. Und von daher lassen wir es, wie es ist. Dann sind wir von dort aus nochmal zum Walmart gefahren, Walmart Supercenter. Wir haben jetzt hier quasi eigentlich erst unseren ersten großen Einkauf gemacht für den Roadtrip. Das heißt, ein paar gesunde Snacks für unterwegs, sowohl für die Kinder und für uns. Und haben noch ein bisschen was für Frühstückssachen eingekauft, da der Große da aktuell sehr wählerisch ist und keine Lust wirklich auf Frühstück hat. Und noch ein paar andere Sachen. Dann sind wir wieder zurück zur Unterkunft und haben gedacht, wir gehen jetzt hier nach Reno noch einmal zu Fuß rein in die Stadt. Das ist ca. 30 Minuten Fußmarsch, also eigentlich ja nichts groß Besonderes für uns an Länge und Distanz. Ein paar Sachen hatten wir gestern rausgesucht. Ich bin zwar gestern eingeschlafen, aber Vivi hat mich dann wieder geweckt. Und nach ein bisschen Arbeit für meine Arbeit haben wir dann auch nochmal uns informiert bezüglich, was wir hier alles machen wollen und auch schon mal gleich einen Check für den Tag darauf gemacht für die Route, damit wir das einfach schon mal durchbesprochen haben. Man weiß ja nie, was kommt. Jetzt sind wir auf dem Weg hier nach Reno Innenstadt.
gibt es bestimmt noch mal ein paar Bilder. Drohne habe ich heute nicht mit. Ich denke, in der Stadt fliegen ist jetzt nicht unbedingt so notwendig. Dafür gibt es ja außenrum schon genügend coole Eindrücke. Okay, soweit von uns. Vom heute, ich glaube Dienstag. Ja, müsste Dienstag sein, dem 25. Und wir hören uns später. So, einmal Express-Update von uns. Ich bin gerade auf dem Weg wieder zurück zum Auto. Wir haben nochmal einen Vorrat Windeln gekauft. Und wir sind hier gerade noch in Reno. Da kein Schnee, da Schnee. Reno selber an sich, wir waren ja gestern zu Fuß unterwegs. War ganz okay. Aber es ist jetzt auch nicht so gerade die Innenstadt, wo man sagt, dass man da gut und gerne mal spazieren gehen kann. Und dass es super schön anzusehen ist. Wir hatten auf jeden Fall gutes Wetter. Ansonsten ist es ja auch bekannt für seine Casino-Welt. Aber auch leider entsprechend viel Obdachlosigkeit und sonstiges. Aber da hinten brennt es wohl. Da müssen wir jetzt auch hinfahren. Wir machen nämlich uns heute wieder auf den Weg Richtung Osten. Es geht weiter Richtung Salt Lake City. Wir machen noch einen Zwischenstopp in Elko. Da haben wir über Airbnb als auch anderweitig eine Unterkunft gesehen gehabt. Das ist quasi ein Motel. Hat aber auf beiden Seiten und auf allen Seiten den gleichen Preis inklusive Frühstück. Da machen wir noch einen anderen Zwischenstopp und dann fahren wir quasi dahin. Und ansonsten haben wir eigentlich nichts weiter groß geplant. Wir werden wieder spontane Zwischenstopps machen und schauen, was sich halt lohnt. Vielleicht Videos zu machen, Drohne fliegen oder anderes. Und genau, verlassen jetzt Reno über die Interstate 80, glaube ich, und fahren weiter. Die Frontscheibe ist ein bisschen sauber gemacht, dass ihr da nicht mehr ganz so viele Insektenflecken drauf seht. Hoffentlich. Mal schauen, wie lange das anhält. Und ansonsten haben wir jetzt um 11 Uhr die Unterkunft verlassen, also das heute auch wieder entspannt angehen lassen. Das sind circa 4 Stunden Fahrt, 4,5 glaube ich. Wir machen halt einen Zwischenstopp in der Hälfte und schauen dann mal, dass wir, wie gesagt, entsprechend gut ankommen. So viel erstmal dazu. Wie gesagt, Express-Update, denn jetzt machen wir weiter. Die Lütte schläft, glaube ich, und der Große will ja auch noch ein bisschen entertained werden. Von daher, bis später.
Moin, wir sind in Elko angekommen. Ich hatte ja heute Morgen kurz berichtet, noch kurz zum Einkaufen. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht, sind die Interstate 80 lang gefahren. Und ihr habt ja auch schon ein paar Videos von GoPro und von der Drohne gesehen. Ja, die Autos hier sind alle ein bisschen größer, die Trucks. Genau. Leider gab es weniger Stops und Möglichkeiten, irgendwie anzuhalten, was zu machen und aufzunehmen, als ich eigentlich gehofft hatte. Ich denke mal, dass, oder hatte Vivi auch vermutet, dass einfach viele so an der Straßenrand anhalten und dann halt einfach aussteigen, vor allem in der einen Salzwüste, wo wir da waren. Es kommt noch eine andere Möglichkeit. Ich hoffe, dass das da einfach anders machbar ist. Sonst machen wir es wahrscheinlich einfach machbar. Und dann sind wir weitergefahren. 4,5 Stunden war die Fahrt insgesamt heute. Jetzt sind wir in Elko angekommen. Wie man da vielleicht sieht. Und wir haben ja auf jeden Fall langsam Sonnenuntergang. Einen coolen Ausblick. Wir waren hier eben gerade noch Coffee Mug in Elko essen. Preis super okay. Für ein Kids-Menü 5 Dollar. Für Pizzasticks, Pommes, Getränk. Und allen drum und dran. Und ein Burger 18 Dollar, keine Ahnung. Vivi hatte noch ein Grilled Cheese Sandwich für 9 Dollar. Also alles keine Preise, wo man jetzt groß drüber nachdenkt. Ja, ich werde hier nochmal vorgelassen. Super. Und genau, jetzt sind wir hier in Elko. Wir haben als Unterkunft hier nur ein Motel, weil wir eigentlich auch nur diese Nacht hier bleiben wollen und direkt morgen früh wieder weiterfahren. Und wir haben dieses Motel allerdings auch über Airbnb gefunden. Die Preise nochmal verglichen. Und über andere Buchungsseiten kostet das quasi das gleiche. Das heißt, wir haben es einfach über Airbnb gebucht. Ist inklusive Continental Breakfast. Das Breakfast fällt ein bisschen mau aus. Das ist halt eher, wie würde ich es betiteln? Also man kommt halt rein in diese Rezeption vom Motel und links ist ein Kühlschrank. Da ist dann halt die Milch drinne. Und Wasser kalt. Und da gibt es daneben an drei Spender mit Frühstücksmüsli oder Frühstückscerealien. Das war es dann auch schon. Das ist das Continental Breakfast da. Ist okay, werden wir mit uns mit arrangieren können. Das ist ja nur für die Nacht. Günstiger Preis für das ganze Ding. Also easy peasy. Und jetzt geht es auch gleich schon ins Bett. 19:30 Uhr. Ich wollte noch mal kurz eine Aufnahme machen und berichten, wo wir sind. Ihr seht hier im Hintergrund auch noch mal, es ist nämlich keine Fata Morgana oder sonstiges. Hier, vielleicht zoome ich mal ran und wieder raus. Schneeberge, das ist ganz cool. Also wie gesagt, das Panorama hier beim Fahren durch die Staaten der USA ist echt grandios. Das ist echt das, was uns mit am meisten gefällt. Muss gar nicht mal irgendwo zu besonderen Punkten hin, sondern alleine so eine Sachen, das sind schon echt cool. Wir sind ja hier irgendwie im Frühling, auch in Reno, wo wir im Frühling waren, für mich ganz schlecht. Mein Heuschnupfen hat richtig doll ausgeschlagen, ich war richtig fertig gestern. Ich hatte Augen, Nase, alles dicht und musste auch erst in der Unterkunft mich einmal abduschen und ein paar Tabletten einwerfen. Ist halt Frühlings, sieht zwar schick aus, aber für mich mit Heuschnupfen ist das nicht so doll. Hier kriegen wir die Nase auch, obwohl die Bäume hier noch alle trostlos sind. Hier sieht das aus, als wären wir noch Ende Winter, aber wie gesagt, es ist eigentlich relativ warm. Jetzt wird es langsam frisch ohne Sonne. Und von daher würde ich sagen, so viel erstmal von uns. Morgen geht es für uns weiter von Elko hier nach Salt Lake City. Ich weiß gar nicht, wie lange da die Fahrt ist, muss ich nochmal rausgucken. Ich schätze mal auch 3 bis 4 Stunden. Und danach haben wir dort erstmal einen etwas längeren Aufenthalt. Genau, so viel dazu. Ich laufe hier noch mal ein paar kleine Autos vorbei. Ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Moin. So, Sachen sind gepackt. Das Auto ist wieder vollgeladen. Ich wollte die Windschutzscheibe noch mal sauber machen. Das kriegen wir wieder noch mal kurz hin. Wir haben ja die Nacht gut verbracht eigentlich in Elko. Auch alle soweit gut geschlafen und jetzt fahren wir noch mal kurz tanken.
Danach geht es weiter, 3,5 Stunden circa bis nach Salt Lake City mit vielleicht 1, 2, 3 Zwischenstopps und auch Spontanstopps, wie wir das ja schon mal so berichtet hatten. Und genau, machen uns immer auf den Weg. Wir haben nach Salt Lake City auch nochmal eine Zeitzonenverschiebung, und zwar ist es dort 1 Stunde später als jetzt hier bei uns. Das passt für uns eigentlich ganz gut, weil wir dann, weil wir dort erst um 16 Uhr einchecken können und somit ist die Zeit quasi bis zum Check-in doch nicht ganz so lang. Und dann haben wir noch genügend Zeit, dort irgendwie was vor Ort zu machen. Und dann bleiben wir 2 volle Tage noch dort, bevor es dann anschließend weitergeht. Genau, von daher jetzt erstmal los zum Tanken und natürlich die Scheibe jetzt noch sauber machen, damit ihr auch was seht. Und bis später. Thank you.
wir sind fleißig unterwegs. Es ist mittlerweile auch schon fast 3:45 und haben wieder schon viel erlebt. Die Fahrt war echt richtig, richtig schön von der Landschaft her. Also Torben ist auch ein paar Mal angehalten, um nochmal die Drohne fliegen zu lassen. Hatten jetzt einen kurzen Stopp in Vendova. Quasi von den Indianern zu den Cowboys. Ist auch irgendwie spannend hier so, das alles zu sehen. Genau, da haben wir einen kurzen Stopp gemacht, kurz einmal raus aus dem Auto, mal eine Kleinigkeit essen, ein bisschen die Birne vertreten. Und dann folgt jetzt hier schon der nächste Stopp, und zwar die Salzwüste. Und ja, sieht man vielleicht noch hier im Hintergrund, aber Tom hat ja auch genug Aufnahmen gemacht mit Drohne und ja, auf jeden Fall richtig cool, lohnt sich. Wir sind auch ein Stück ein bisschen durchgefahren, mal auch das anzufassen, war natürlich auch für den Großen richtig cool. Und hinterher wurde das auch ein bisschen voller hier. Genau, es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, der Stopp, definitiv. Und jetzt fahren wir wieder weiter zu unserer Unterkunft. Sind jetzt nochmal knapp 2 Stunden nicht ganz Fahrt bis nach Salt Lake City. Ist ja auch ein Wort. Ein Stadtname. Genau, bis wir dann da sind. Deswegen viel wird auch hier nicht mehr passieren. Heute bei uns, wir müssen noch einmal einkaufen, überlegen, was wir noch zum Abendessen wollen. Und ja, genau, das ist so der Plan. Wetter ist total schön. Es ist auch angenehm warm draußen. Und ja, wir sind echt total begeistert von dieser Natur hier, von dem, was wir hier sehen. Und das ist eigentlich auch das Coole, hier durch die USA zu fahren, was man alles so entdecken kann. Genau, wir nehmen euch jetzt auf jeden Fall weiterhin mit. Auf der Fahrt gibt es vielleicht noch das eine oder andere zu sehen. Und bis dann!